meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Haul. Puh, wie lange ist es her, dass ich so einen gemacht habe? Ich glaube, eine ganze Weile. Wobei ich mittlerweile auf dem Standpunkt angekommen bin, dass ich der Meinung bin, wenn ich einen Primark-Haul mache, dann kann ich schon fast auch einen dieser Art machen, denn preislich nehmen die beiden sich nicht mehr viel, wie man letztendlich an meinem Einkauf auch gesehen hat. Gleich vorneweg, es gehen Sachen davon zurück. Wenn ich über die Sachen spreche, dann erkläre ich euch auch warum. Und ihr bekommt am Ende auch wieder einen Try-on-Haul. Aber wie gesagt, ich zeige euch erstmal die Sachen, erkläre euch ein bisschen was dazu. Und genau, die Rede ist, wie ihr am Titel sehen könnt, von einem H&M-Haul. Und wenn ich mir die Preise angucke, die ich hier für manche Sachen bezahlt habe, da ist Primark wirklich nicht mehr weit weg von. Und ob ich dann jetzt 3-4 Euro mehr für einen Blazer ausgebe und dann da H&M drin steht, die Qualität aber dafür teilweise auch besser ist. Ich glaube, jeden einzelnen Blazer, den ich besitze, ist von H&M. Außer einer, der ist von Forever 21. Und der ist vom Material her auch komplett anders. Also es gibt schon Sachen, die macht H&M deutlich besser. Und aber es gibt auch Sachen, die würde ich trotzdem eher bei Primark kaufen. Und die erste Sache, die ich euch zeige, ist beispielsweise so eine Sache. Und wir fangen jetzt aber erstmal an. Also die erste Sache, die ich gekauft habe, ist dieser wunderschöne Chenille-Pullover. Ich finde den unglaublich schön. Ich liebe diese Farbe. Auch das Muster finde ich total toll. Aber bisher bin ich auf dem Punkt, dass ich sage, dieser Pullover geht zurück. Aus dem folgenden Grund. Er kostet 24,99 und ich habe 2 Chenille-Pullover mir mal bei Primark gekauft. Ich müsste mal in meine vergangenen Hauls gucken, um genau rauszufinden, was die kosten. Aber wenn ich mich nicht entsinne, wo ich jetzt letzte Woche da war, lagen dort Chenille-Pullover aus und fast demselben Muster in noch viel mehr Farben für, lass es maximal 10 oder 12 Euro gewesen sein, vielleicht auch 14, aber das ist immer noch weniger als 24. Und vom Stoff her fühlt er sich nicht anders an als meine Primark-Pullover und vom Sitz her auch nicht. Von daher bin ich fast fest davon überzeugt, dass dieser Pullover zurückgehen wird. Ich fahre am 13. nochmal mit meiner Freundin oder besten Freundin, wie auch immer man uns bezeichnen möchte, nach Berlin. Und da werden wir höchstwahrscheinlich auch nochmal zu Primark gehen. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich noch was zurückbringen werde. Jeder, der meinen Primark-Haul gesehen hat, hat die braune Hose wahrscheinlich gesehen. Die wird höchstwahrscheinlich zurückgehen. Und zeitgleich werde ich dann aber auch zu H&M noch gehen und werde den dann wahrscheinlich zurückgeben und mir dann bei Primark vielleicht nochmal 1-2 andere Chenille-Pullover kaufen. Vielleicht auch in der Farbe. Ich hoffe, es gibt einen in der Farbe, weil diese Farbe hat mich eigentlich überzeugt, ihn zu kaufen. Er sitzt toll. Ich habe ihn in der S gekauft. Das ist das Ulkige an meinem H&M-Haul. Fast alles ist in der S. Außer die Blazer. Aber dazu kommen wir gleich. Und also wie gesagt, er ist wunderschön. Ihr werdet ihn ja auch gleich angezogen sehen, aber er wird höchstwahrscheinlich wirklich unter Garantie zurückgehen. Dann das nächste Kleidungsstück, das ich mir gekauft habe, das höchstwahrscheinlich auch zurückgehen wird, ist diese Lederhose. Bei der ist es mir ein bisschen schwierig gefallen, mich zu entscheiden. Aber ich habe die Sachen auch nochmal meiner Mutter gezeigt. Und meine Mutter ist auch der Meinung, gib sie zurück. Einfach aus dem Grund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Lederleggings ist oder Lederhose ist von innen mit Wildleder verziert, so gesehen. Das heißt, ich hatte die Hose zu Hause nicht mal 5 Minuten an und ich habe angefangen zu schwitzen. Dasselbe auch in der Umkleide. Und die Sachen, die ich gekauft habe, sind ja eigentlich gedacht für meinen neuen Job. Und wenn ich dann dort 8 Stunden mich tagtäglich hin und her bewege und auch viel sitze, keine Ahnung, mein Hals gerade los, ich habe mich so verschluckt vorhin. Sorry for that.
Aber ich denke, ich werde es einfach nicht lange aushalten in dieser Hose. So schön sie auch ist, so gut sie auch sitzt. Die kostet jetzt auch 25 Euro. Die habe ich jetzt in der 40 gekauft. Ich hatte sie auch in den beiden anderen Farben an. In diesem Grau-Beige war sie unglaublich schön. Wirklich unglaublich schön. Ich habe sie angehabt und mich sofort verliebt. Aber die saß halt echt beschissen am Bauch. Also ich hatte das Gefühl, dass je heller der Farbton wird, desto enger wird sie. Und das fand ich irgendwie komisch. Und naja, auf jeden Fall habe ich sie erstmal mitgenommen, aber die wird auch zurückgehen. Ich bin am Überlegen, nochmal eine H&M Online-Bestellung zu machen, wo ich noch ein paar andere Lederhosen ausprobieren wollte, auch welche, die im Sale sind und Wildlederhosen. Und wir werden mal sehen, ob ich das noch mache, ob das so funktioniert, wie ich das alles erhoffe. Und ja, aber auch diese Hose wird wahrscheinlich zurückgehen. Und genau. Das nächste, das ich euch zeige, war etwas, was wirklich für mich so schockverliebt war. Ich habe ihn gesehen und für mich stand eigentlich außer Frage, dass ich ihn mitnehmen werde. Und zwar ist die Rede von diesem wunderschönen Blazer. Zwar ist das, also wie gesagt, das ist dieser hier. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann in der Kamera, aber dieses Hahntrittmuster, das ist nicht schwarz, auch schön. Kann ich direkt nachher erstmal abbrennen hier. Das ist nicht schwarz, sondern es ist grün. Das Zwischenmuster ist auch so ein bisschen beigig. Und wie gesagt, ich habe den gesehen und ich habe mich sofort darin verliebt. Einfach unglaublich schön ist. Er hat, naja, ob das hier dieses Tor. Gel, wie auch immer, ist, weiß ich nicht, Buttons, aber auf jeden Fall hat er schwarze Knöpfe, was immer gut ist. Er hat auch Taschen, man muss die Taschen aber erst öffnen, noch sind sie geschlossen. Aber auf jeden Fall, dieser Blazer, den gab es auch in Braun, also dass das Muster braun ist, und den gab es auch noch in Schwarz, beziehungsweise halt in Grau. Und Grau fand ich auch schön, ich fand auch das Braune schön. Aber mich hat nichts so überzeugt wie dieses Grün, weil das ist halt mal was Neues und Ausgefallenes. Und also wirklich, der ist unglaublich schön, der sitzt super. Das einzige Problem, was ich jetzt dabei hatte, übrigens, der kam 39,99. Also was Blazer betrifft, ist H&M schon echt teuer, finde ich. Aber dafür ist halt auch die Qualität super, ne? Das Material ist unglaublich schön und auch fest und dick. Das heißt, es hält auch ein Weilchen, außer dass mir hier die ganze Zeit ein paar Fäden entgegenkommen. Aber brennen wir ab und dann ist schick. Hoffe ich zumindest. Ja, aber ansonsten ist das Muster unglaublich schön. Das Material ist super. Innen drin ist auch nochmal ein schöner Stoff. So, jetzt aber das folgende Problem gewesen. Ich hatte den erst in der 40 anprobiert, was ja meine reguläre Größe normalerweise ist. Und diese 40 saß hier oben am Schulterarmbereich sowas von eng. Also wenn ich normal da gestanden habe, dann hat das hier schon leicht gespannt und meine Arme konnte ich maximal bis hier heben. Also, ja, dachte ich mir auch so, okay, cool. Warum? Dann habe ich ihn jetzt in einer 42 genommen und jetzt finde ich, dass er fast ein bisschen zu groß wieder aussieht, aber das werdet ihr gleich sehen. Dafür sitzt er jetzt aber oben wunderbar, an den Armen wunderbar, aber ja, fand ich jetzt ein bisschen blöd, aber gut. Er fällt auf jeden Fall klein aus. Meine Mutter hatte den auch anprobiert. Und bei ihr saß der zum Beispiel überhaupt nicht. Also sie war viel zu eng für meine Mama. Und meine Mama hat normalerweise so ein bis zwei Größen größer als ich, je nachdem. Und der saß halt bei ihr gar nicht. Und hat sich auch so gefragt, ja, was für eine Größe soll ich denn bei dir nehmen? Eine 44, eine 46? Weil der halt so klein ausfällt. Und aber ja, er ist unglaublich schön. Ihr werdet ihn ja, wie gesagt, gleich sehen. Ja, so viel dazu. Dann habe ich mir wieder etwas mit Ballonärmeln gekauft. Ach, ich liebe Ballonärmel. Und zwar dieses Oberteil hier. Das hatte ich auch in Beige in meinem Warenkorb. Eine neue Storytime. Hier schon wieder so ein Fussel. Ist das derselbe von gestern? Keine Ahnung. Storytime kurz dazwischen. Ich bin ja Klarna-Mitglied. Ne? So. Und bin auch im H&M-Club. Und man kann bei H&M
wenn man bei Klarna Mitglied ist oder Klarna angemeldet ist und oder Klarna besitzt, wie auch immer man das formulieren möchte, dann kann man im Normalfall einkaufen und 30 Tage später bezahlen. So, man geht dann einfach an die Kasse, dann wird die Member-ID gescannt, sagt, man möchte später bezahlen, dann drücken die da drauf und bumm, sollte eigentlich funktionieren. Dann habe ich das gestern alles installiert, angemacht, stand auch aktiviert. Bei Klarna stand nicht drin, dass irgendwas von H&M eintrifft, also dass alles optimal funktionieren sollte. Dann stehe ich an der Kasse, die Kassiererin hat alles abgescannt und wir waren dann so bei einer Summe von 300 Euro und dann ist ja jetzt Glamour Shopping Week, hat mich dann nochmal knapp 50 Euro Ersparnis gehabt. Sie drückt dann auf Klarna Dingsbums und dann sagt er so, ja, nö, geht nicht. Und ich so, ja, super. So, die Kassiererin, keine Ahnung, die andere Kassiererin, keine Ahnung, die nächsten zwei Kassiererinnen, keine Ahnung, was man da noch hätte machen können. Dann haben sie die Vierleiterin gerufen, die wusste auch nicht weiter. So, dann haben wir uns abgemeldet, nochmal angemeldet, abgemeldet, immer hin und her. Dann haben sie es versucht, mit Trick 17 auf zwei Bons laufen zu lassen. Es ging gar nichts, wirklich überhaupt nichts. Und ja, letztendlich war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich bedanke mich für eure Mühe. Wir sortieren jetzt einfach aus, ich lasse Sachen da und ich nehme jetzt das mit, so wie viel Geld ich bei habe und fertig ist die Kiste. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie bedient ich war. Meine Freundin meinte zu mir, ich stand ungefähr 10 Minuten an der Kasse. So lange stand ich noch nie an der Kasse, glaube ich. Nicht mal mit Anstehen. Jo. So, letztendlich habe ich zwei Hosen dagelassen. Ich habe noch zwei Blazer dagelassen. Und wie ich bereits sagte, dieses Oberteil hier in rosa. Oder in beige. Weil mir das auch beim Anprobieren, das Beige hat mir zwar gefallen, aber nicht so gut wie das Schwarze. So, also ihr könnt sehen, hier oben hat es wieder Ballonärmel. Dann ist es hier unten wieder ein bisschen enger. Und hier unten auch. Und es sitzt unglaublich schön. Ich finde es richtig toll. Dieses Oberteil kam 19,99 und jetzt weiß ich auch, warum ich nach 14,99 geguckt habe. Weil durch die Glamour Card 14,99. Auf jeden Fall fand ich es unglaublich toll und sollte ich doch nochmal eine Online-Bestellung aufgeben, dann werde ich mir das wahrscheinlich in rosa dann auch nochmal mitbestellen. Rosa, beige, wie auch immer. Dann habe ich mir noch einen Pullover gekauft und ich war ja eigentlich nach der Suche nach einem, wie bezeichnet man das? Ist es jetzt auch ein Pullover oder ist es einfach ein Longsleeve? Naja, auf jeden Fall lange Ärmel, aber nicht ganz so dick und hatte Perlen auf den Schultern. Hatten sie leider nicht. Dafür hatten sie allerdings dieses Schätzchen hier. Das gibt es auch online in hellbeige. Das werde ich mir auch dann nochmal mitbestellen, weil er ist so schön. Es ist so, so schön. Ich sehe damit so niedlich und brav aus. Aber ihr werdet das ja gleich sehen. Der Wahnsinn. Also, ich liebe es und ja, das habe ich jetzt auch in der S mitgenommen. Das schwarze Ding war übrigens auch in der S. Den hier hätte ich sogar fast noch in der XS nehmen können, aber ich dachte mir, nee, eine S passt schon. Und wieder butterweich, total angenehm. Und auch dieses Ding kam 24,99. Deswegen, also manche Sachen sind schon echt noch ein bisschen teuer bei H&M so, aber Qualität kostet. So, dann habe ich mir einen Polunder endlich holen können. Ich war ja auf der Suche bei Primark nach einem Polunder, aber sie hatten natürlich wieder keinen. Weil erst wollte ich halt so einen Short-Pullover haben, der halt wirklich so am Bauch ungefähr endet. So ein bisschen halt über den Bauch drüber. Bei H&M gab es jetzt allerdings nur diese langen Pullover hier. Also hier oben ist die Schulterpartie. Und ihr seht schon, die sieht immer noch extrem breit aus. Und das ist eine XS, Leute. Das ist eine XS. So, hier oben ist die Schulterpartie. Und jetzt zeige ich euch mal, wie lang der ist. So, also der ist extrem lang. Wenn ich ihn anhabe, bedeckt er sogar noch meinen Po. Ergo könnte ich in Kombination beispielsweise mit einer Lederleggings und einem weißen Hemd oder so drunter und dann dieses Ding drüber und einen Gürtel um die Taille herum, bumm, hätte ich ein super Outfit. Wie gesagt, der kam jetzt 1999 und ich habe ihn geliebt. Den werde ich auch definitiv behalten. Den finde ich super toll. Und ja, ist zwar nicht genau das, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, aber er erfüllt seine Zwecke. Er ist total schön und deshalb wird er auch bleiben. Und als letztes, und das werde ich voraussichtlich auch behalten, habe ich mir eine
endlich mal eine ordentliche Lederschorts gekauft. Und diese will ich dann auch in Kombination dann beispielsweise mit einer Strumpfhose anziehen. Ob ich die euch jetzt so im Try-on-Haul zeige, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mich in eine Strumpfhose zu quetschen. Auf jeden Fall, die ist aus einem richtig schön angenehmen Material. Schön weich, schön locker. Größe 40 für 19,99. Und was mich bei der nur so ein bisschen nervt, ist, der einzige Knopf, den sie hat, ist dieses Ding hier. Dann hat man den Reißverschluss, den man bis oben hochzieht und dann halt den Gürtel, mit dem man es zumacht. Also wirklich secure ist es obenrum nicht. Also da muss ich nochmal gucken, ob ich mir irgendwie einen ordentlichen Knopf reinnähe oder so, dass es besser hält, weil es geht halt laufend auf. Aber nun ja, wie gesagt, die bleibt auch auf jeden Fall. Also im Prinzip, außer die ersten beiden Sachen, werde ich wahrscheinlich alles behalten. Und ja, ergo habe ich dann, kriege ich dann für ungefähr 50 Euro wieder. Ja, und ich habe jetzt, wie viele Sachen habe ich denn nun jetzt gekauft? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Sachen. Und da merkt man dann schon den Preisunterschied. Bei Primark hatte ich das Doppelte. Und ich habe jetzt nochmal 20 Euro mehr bezahlt als bei Primark. Aber das liegt halt auch daran, dass ich ja... Das teuerste bei Primark war ja der Mantel für 25 Euro. Hier ist ja das teuerste der Blazer für 40. Dann habe ich zwei Sachen für 25, drei Sachen für 25 Euro. Und eins, zwei, drei Sachen für 20 Euro. Und ich hatte ja bei Primark deutlich günstigere Sachen dabei. Also es macht sich dann schon bemerkbar. Aber ja, wie gesagt, ich werde euch jetzt noch schnell die Sachen zeigen. Ich versuche das irgendwie mit irgendwas zu kombinieren, dass ihr euch das irgendwie vorstellen könnt. Und ja, zeige euch jetzt schnell die Sachen. Und dann werden wir uns höchstwahrscheinlich entweder in meinem kurzen Umtausch neu gekauft Haul sehen. Oder, falls ich wirklich noch die H&M-Bestellung aufgebe, wahrscheinlich dazu meine H&M-Bestellung. Oder ihr schaut bei einem meiner Büchervideos vorbei, denn auch die finde ich immer ganz toll. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen was angucken. Falls ihr mehr von meinem Kanal und mehr von mir sehen wollt, dann tut es gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Und jetzt viel Spaß mit dem Try-On. Thank you.
ungefähr vorstellen können, wie das mit dem Hemd drunter aussieht. Habe ich jetzt von meinem Freund angezogen. Ist ein bisschen groß, aber egal. Es geht ja nur ums Verständnis, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber im Prinzip kann man da eigentlich alles drunter anziehen, was man will. Weil, passt halt so ein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Gefällt mir halt super gut.